Hallo Leute, ich bin Lu und heute habe ich eine schottische Hommage an die Schweiz für euch. Was haben wir hier? Eine Hommage an den Schweizer Naturforscher, Altphilologen, Arzt, Enzyklopädist und noch ganz viele andere Sachen, Konrad Gessner. Ein sehr, sehr vielseitiger Mann war das und ich hoffe, das ist auch ein sehr, sehr vielseitiger Whisky. Single Malt, Highlands 2017 auf den Markt gekommen, exklusiv nur für die Schweiz, Cask Strength mit 56%. Halt! Ich muss mich korrigieren, 54%. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, das ist Standard bei Wolfburn. Und es ist ein Vetting aus 8 Ex-Bourbon Second Fill Ex-Isla Casks. Angeblich durfte da vorher ein Lafroig drin schlummern. Mal schauen, ich bin sehr gespannt, könnte also einen leichten Peated-Anteil haben. Kostet im Moment so zwischen 100 und 130 Euro. Nicht ganz so einfach zu bekommen, da wie gesagt exklusiv für die Schweiz. Also jetzt am Anfang hat er eher ein bisschen einen sprittigen Eindruck. Hat was Bissiges. Kann jetzt sein, dass ich mir das einbilde, dass das der medizinisch-phenolische Lafroig-Charakter ist. Oh, er beißt ganz schön in die Nase, hätte ich nicht gedacht. Meine Erwartungen an Wolfburn sind aber auch sehr hoch. Ihr seht, ich bin ziemlicher Fan von der Brennerei und die meisten Whiskys beeindrucken mich wirklich sehr. Der Limeskip war okay, ne? Aber zum Beispiel der 128, der 375, der Morven und auch der Northland sind sehr beeindruckend gewesen, fand ich. Deswegen sind meine Erwartungen auch recht hoch. Ich habe hier auf jeden Fall auch was Fruchtiges mit drin. Aber der beißt so sehr mit seinen 54%, dass ich da nicht so richtig rankomme. Das könnte sowas Aprikosenartiges sein oder so ein bisschen Apfelbirne. Ich muss mal schauen, ob ich ihm dann ein bisschen Wasser einfach noch verpasse und vielleicht dann auch mehr rieche. Warum eigentlich Konrad Gessner? Der gute Mann hat in seinem Werk The History of the Four-Footed Beasts and Serpents den Seawolf gezeichnet, das jetzige Logo der Brennerei, auf Seite 580, wenn ich mich nicht irre. Und das ist wunderschön auch auf dem Karton der Flasche dargestellt. Da ist das einmal drumherum gedruckt und wenn man die wenn man vier Kartons hat und die dann nebeneinander stellt, dann sieht man das Bild in voller Größe. Das ist ziemlich schön. Ja. Hello. Man merkt die Cask Strength durchaus. Oh, der ist hinten raus schön peated. Ach, toll. Am Anfang hatte ich was Süßes, Fruchtiges auf der Zunge, dann war ich ein bisschen überfahren von der Fassstärke einfach. Aber hinten raus habe ich so richtig eine geteerte Zunge jetzt so ein bisschen. Ich sehe schon, das wird wieder sehr anstrengend für mich. Beim zweiten Schluck geht es schon wieder so ein bisschen besser. Am Anfang, das ist wirklich eine schöne, ausgewogene Fruchtnote.
so irgendwas zwischen Birne, Aprikose, Vanille, Honig. Wirklich was Süßes, sehr Leichtes, sehr Angenehmes. Der ist am Anfang schön ölig, schön warm. Und dann kommt er so angerollt mit so einer leicht ethanolischen Schärfe, die natürlich durch die Fassstärke so ein bisschen kommt. Und hinten raus, ja, fühlt es sich an, als würde er dann so den Teer ausrollen und die Zunge planieren. Ich probiere nochmal. Es ist wirklich, boah, bei Fassstärken fällt es mir immer schwer, gleich beim ersten Mal alles zu erfassen, weil ich immer so, ich warte auf das mich über den Haufen werfen, auf den Tackle warte ich immer. Da hat er dann auch in der Mitte was Nussiges. Ja, hinten raus dann so sehr, sehr herb, teilweise ein bisschen bitter. Da kommt dann, glaube ich, so, naja, das Fass verwandelt sich so ein bisschen. Aber es ist nicht dieser krass medizinisch Lafroig-Geschmack. Es ist eher was Aschiges, eher wirklich was Bitteres. Ja, eher aschig, eher so ein bisschen bitter. Auch hinten raus fühlt es sich sehr trocken an auf der Zunge. Ja. Auch in der Nase, jetzt wird ein kleines bisschen milder. Wahrscheinlich bin ich jetzt mental darauf eingestellt. Da kommt auch so ein bisschen das Bitterherbe mit raus. Ich musste jetzt gerade sehr an einen Old Fashioned denken. Da ist ja auch diese Bitteraromen sind da mit drin. Und trotzdem ist das Ganze gepaart mit dieser leichten Süße. Jetzt finde ich, tritt auch der Torf so ein bisschen in den Hintergrund. Ich werde mal hier einen Schluck Wasser zugeben. Einfach um auch mal zu schauen, was das mit dem Whisky macht. Das war ein bisschen viel, aber das ist gar nicht so schlimm. Was ich jetzt natürlich gar nicht nachgeschaut habe vorher, ist, wie alt dieser Whisky ist oder ob es eine Nasabfüllung ist. Sollte ich es noch rauskriegen, blende ich es euch ein. Wenn ich es nicht rausgekriegt habe, ihr aber was wisst, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie alt er ist. Bei Wolfburn sind die meisten Whiskys ja, ich glaube, der älteste ist 4,5 und das ist der Langskip. Die meisten sind für ihr Alter, finde ich, sehr beeindruckend. Aber Alter ist nur eine Zahl, Baby. Jetzt kriegt er so ein bisschen Buchenholzrauch. Und sowas Lagerfeuermäßig, sowas ganz Warmes. Eher weniger wirklich rauchig, sondern eher diese Wärme und diese Harznoten. Und er beißt gar nicht mehr in der Nase. Gut, ich habe jetzt hier auch ganz schön ordentlich reingekippt. Dämpft ihn im Geschmack sehr ab. Die holzig-nussige, komische Note in der Mitte ist noch da. Er ist nicht mehr bitter hinten raus. Das finde ich sehr angenehm. Die Süße ist am Anfang auch noch da, aber wirklich nur so ganz kurz, so wie ein kleines Aufleuchten, Aufglühen und dann ist die Flamme aus. Und hinten raus ist er dann super schnell weg und verschwindet auch auf der Zunge. Vorher lag er wirklich lange geteert in meinem Mund und jetzt ist er so verschwunden. Er ist süßer, aber hinten raus wirklich einfach zack weg. Weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. Ich würde empfehlen, ihn ohne Wasser zu trinken, einfach weil er da zwar schwieriger zu handeln ist, ne, wenn man jetzt nicht so
Cask Strength gewollt ist, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also wenn man da nicht so drauf steht, dass das so losballert, dann würde ich trotzdem empfehlen, es einfach mal zu probieren, weil er wirklich viel an einfach an Facettenreichtum, an Komplexität, die er besitzt, verliert, sobald man Wasser reinschüttet. Ist nicht mein liebster Wolfburn. Ich habe sehr, sehr viel erwartet, weil ich sehr lange um den herumscharwenzelt bin und mir dachte, den musst du unbedingt mal probieren und habe mich total drauf gefreut. 2017, wie gesagt, ist der rausgekommen. Seitdem habe ich den auch auf dem Schirm, also auch schon anderthalb, fast zwei Jahre jetzt. Er ist okay. Aber mir persönlich ein bisschen zu unvollkommen, zu unrund, noch nicht richtig ordentlich. Also da kenne ich andere Wolfburns, die wesentlich ausgewogener sind, die zwar, also er ist komplex durchaus, bietet viele Aromen, aber ist irgendwie noch nicht so richtig stimmig, noch nicht richtig im Gleichgewicht. Das Juju fehlt, dieses Magische. Und von daher, guter Whisky. Dann kommt das Plus, weil ich Wolfburn einfach total mag. Aber wird, wie gesagt, nicht mein Favorite werden. Weiß ich auch nicht, ob ich so viel Geld dafür bezahlen wollen würde. Vielleicht, um ihn in meiner Sammlung hinzuzufügen, aber 100 Euro sind es mir dann, glaube ich, doch nicht wert. Da kaufe ich mir lieber noch eine Flasche vom 375er Wolfburn. Den verkoste ich nämlich auch sehr bald für euch. Der ist jetzt im März erst rausgekommen diesen Jahres. Und der ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Auf den freue ich mich sehr. Das war der Wolfburn Gessner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Slangy! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slangy wa!